Fehlt eigentlich nur eine Fokuhila-Frisur, dann bist du der deutsche Doc. Ja. Dr. Fit Respect. Mit dem Unterschied, dass meine Haare echt sind. Der Doc ist doch nur Fake. Der Doc hat doch nur Fake-Haare. Das sind nicht seine echten. Glaubt's mal, Leute. Bald im Fernsehen. Fidde schnappt Kriminelle und arbeitet mit Carsten Stahl zusammen. Das hast du nicht gesagt! Da brauchen wir auf jeden Fall dann so eine richtig shaky Handcam und dann, was hab ich dir gesagt? Das machst du nicht! Keine Ahnung, so in die Richtung. Und dann einer am Schlawittchen packt, was? Was? Und dann zerreiße ich mein T-Shirt jedes Mal so. Ah ja. Dann macht er das nicht? Glaube ich nicht der richtige Beruf dann. Na, ist das nicht? Macht das nicht Carsten Stahl? Keine Ahnung. Also ich habe ein paar Zusammenschnitte von YouTube gesehen und also auf YouTube und jedes Mal, wenn ich da kommt rein, der tritt die Tür ein, der Typ sofort, slammt den auf den Boden. Irgendwie, ja, glaube ich. Der kleine Kevin 12 hat gestern im Edeka ein Eis geklaut. Was, komm her jetzt! Bring den runter. Du wirst später im Knastland und Drogen nehmen! Ich meine, wenn ich wie Carsten Stahl machen würde, dann wäre mein Content dem von Knossi gar nicht so unähnlich. Der ist ja auch die ganze Zeit nur am Schreien. Habt ihr das gesehen, Leute? Habt ihr das gesehen, Alter? Wie geil einfach. Oh mein Gott. Hey, da, habt ihr das gesehen? Sie hat mich geschnappt. Da, wieder, sie beißt mir in den Finger. Hinterhältiges Luder. Nam, 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 nam. Sie hier hart recht wenig. Unser Dicker dagegen, unser Roter, der hart eigentlich das ganze Jahr über. Unsere graue Thymi, die hart so gut wie, also wirklich auch so gut wie gar nicht. Also ich weiß nicht, wie die das macht. Und dann unsere alte, die Yoko, die hart auch ganz schön. Das sind deine Zähne, hör auf damit, Mann. Ich will nicht meinen Daumen in deinem Maul versenken. Was ist los mit dir? Freak. Hat die nur ein Auge? Ja. Das ist unsere Einäugige. Weißt du, die hat den einen Tag nicht gespurt, hat sie direkt so auf Fresse gekriegt. Zack. Da hab ich die so genommen. Was los? Und dann. Psch. Und nein, ich hab sie nicht angepackt. Ich hab nur diesen gemacht. Dich mag ich, ne? Jo, schieß mal aus. Nee, die haben wir so aus dem Tierheim. Die hatte wahrscheinlich mal Katzenschnupfen oder sowas oder irgendwie ein entzündetes Auge. Und, ja. Dann haben sie das rausgenommen und dadurch ist sie doch gleich viel süßer, ne? Jo. Jo. Du brauchst keine zwei Augen. Du brauchst nicht mal ein Auge. Du hast ja eh die Augen meistens zu beim Schmusen, ne? Das fällt den meisten auch gar nicht auf, weil sie auch, da muss ich mal kurz, ne? Muss ich nochmal festhalten, weil das bei ihr in der Fellfarbe so untergeht, weil bei ihr das Dunkle in einem schönen Verhältnis, sag ich mal, drüber geht übers Auge, dass man das so gar nicht sieht. Das ist Chimi. Unser graues Monster, die will auch nur schmusen. Die will auch nicht schmusen. Und jetzt will sie nicht schmusen, weil jetzt will sie nicht festgehalten werden. Das ist die auch nicht so hart. Jetzt kriegt die eine Aufmerksamkeit, dann will Thymi auch Aufmerksamkeit haben. Ja, ja, ja. Wie gesagt, der einzige Kater, den wir haben, ist unser Roter. Unser 8 Kilo Weltwunder. Den kann man aus dem Weltall sehen. Glaubt's mir, den kann man aus dem Weltall sehen. Die NASA hat approved. Und das hier, das ist sein teures Bein. Das ist das 800-Euro-Bein. 800 Euro. 800 Euro für ein einzelnes Bein. Dieser Kater ist wertvoll.
Fiddy ist Liebe, Fiddy ist Vertrauen, Fiddy ist Tradition, Fiddy steht für Nachhaltigkeit und für gutes Gameplay. Das ist mein neuer Werbespruch auf jeden Fall. Vertrauen auch Sie auf F1DD3 Produkte. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Da bist du dir sicher, Days? Da habe ich schon andere Sachen mitbekommen. Es ist leider nicht so einfach. Man sagt sich das gerne so. Aber ich glaube, wenn auch sowas passieren würde, wie das gerne in irgendwelchen drittklassigen Zombie-Filmen thematisiert wird, wenn wir nichts mehr zu fressen haben und kein Wasser mehr haben, dann ist da ganz schnell Feierabend mit Verständnis und Nächstenliebe. Ich meine, sind wir mal ehrlich, es haben sich Anfang diesen Jahres die Menschen die Köpfe eingeschlagen wegen verschissenem Klopapier, Leute. Klopapier. Hatte Körperverletzung zur Folge. Was denkt ihr, wenn die scheiß Dosenravioli leer sind? Ich meine, ist das nicht Hanebüchen, Leute? Es haben sich Menschen verprügelt wegen verdammt nochmal Klopapier. Wenn es auf einmal kein Klopapier mehr gibt, kein Strom, kein fließend Wasser, nichts mehr zu fressen. Meinst du, die Leute reden dann noch lieb miteinander und halten Händchen im Supermarkt und geben sich den Vortritt? Bezweifle ich irgendwie. Meine Erfahrung ist auch anders. Dann bist du gezwungen, du möchtest doch auch leben. Und du möchtest auch, dass deine Familie lebt. Und wenn du dann, wenn dann alle das tun, dann wirst du nicht dastehen und sagen, hey, also eure Leben sind viel wichtiger als meins. Macht ihr mal. Ich stelle mich hinten an und verhungere lieber, als dass ich irgendwem ein Leid zufüge. Das kann man auch nicht verstehen. Das kann man absolut nicht verstehen. Das mit dem Klopapier. Und Summum, jeder ist gleich wichtig. Ich denke, da gibt es natürlich auch, je nachdem in welcher Moralvorstellung man lebt und in welchem Wertesystem, gibt es halt immer andere Vorstellungen. Also ich weiß nicht, ob du sagen würdest, ein Massenmörder, der 5 schwangere Frauen umgebracht hat, ist genauso wichtig wie der Familienvater, der jeden Tag zur Arbeit geht. Ich glaube, da würden viele Leute auch sagen, stopp. Also der eine hat in meinen Augen dann schon mehr Berechtigung zum Leben als der andere. Sowas. Wir leben in einer Kultur, in der es normal ist, sobald irgendwas mal auch nur kurzzeitig zusammenbricht. Das war mal ein Monat, wo es kein Klopapier gab. Dass die Leute sich die Köpfe einhauen deswegen. Und wenn das 2 Monate sind, dann bringen die sich wegen der Scheiße um. Es ist Klopapier. Es ist verdammt nochmal Papier zum Arsch abwischen. Das benutzt ihr einmal und spült es mit eurem Dreck das Klo runter. Was eh schon ziemlich schade ist, weil unser Toilettenwasser ist Trinkwasser. Stört mich eh fast jeden Tag. Unter anderem, weil ich ja... Hier ist Trinkwasser drin. Oh, aus dem Wasserhahn. Und das, was ich gerade trinke, damit spüle ich auch meine Exkremente runter. Finde ich sehr, sehr seltsam. Ich meine, alleine schon, dass man sich gegenseitig auf die Schnauze haut und gegenseitig anbrüllen muss. Oder dass man... dass man sich den Einkaufswagen mit 20, 30 Packen Klopapier vollpackt, damit bloß kein anderer was zum Scheißen hat. So nach dem Motto, Hauptsache ich! Klar, ein Egoismus ist gesund und gut. Wenn man zu altruistisch ist, dann geht man nämlich ganz schnell den Bach runter. Aber man sollte nicht nur egoistisch sein. Nein, der Egozentrismus sollte eigentlich ab dem 7. Lebensjahr abklingen. Ja, es geht nämlich nicht nur um dich, sondern es geht auch um andere. Dass du dich natürlich selber in den Vordergrund stellst, ist ein Grundbedürfnis, um dein Leben zu erhalten. Ja. Aber 30 Packen Klopapier kaufen haben nichts mit deinem Überleben zu tun. Ob ich dich grüßen kann? Habe ich gerade getan. Gib einen Timeout. Oh. Vielleicht sollte man jeden bannen, der so reinkommt. Was ist los mit den Leuten? Seid ihr behindert? Kommst rein, ich sag, hi, guten Morgen. Und er, könnt mich grüßen. Den Rest regelt Twitch Money. Ja, AMG ist bestellt. Ah, ich muss gucken, wenn ich mir nächste Woche meine 5 Millionen Dollar Villa angucke. Florida Beach. Here we go, money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Directeur Mal was best eres als NNAMG Dukek kan ich ja nicht mit ansehen. Schmierli, vielen Dank für deine Dono von 5 Euro. Also mit diesen 5 Euro werde ich definitiv hingehen und mir jetzt ein Lambo gönnen. Warte. Yo. Ich bin's. Den AMG bitte ändern. Ich möchte jetzt ein Lambo Murciélago. In Lime. Mit Flipflop. Ja. Nächste Woche. Alles klar. Haust du rein? Fiddy ist noch gemutet. Der redet wahrscheinlich mit dem Chat. So. Ich hab mich doch noch qualifiziert. Alter. Eben noch fix mit dem Autohaus telefoniert, mit meinem Autohändler mein AMG abbestellt, einen Lambo Murciélago. Ich bin als allerletzter gestartet. Ja,
Als allerletzter bin ich gestartet. Ja, das habe ich gesehen. Ich bin hinter dir stehen geblieben. Ich hab schon ein Svenzchen. Och, das doofe Einhorn. Bleib mir hier. Du und das Einhorn. Ist irgendwie gerade eine Hassliebe. Ich hab ein Schwänzchen. Das wäre jetzt egal, ich hab. Ich klau mir jetzt einfach so. Egal, direkt wieder aufgegeben. Sie rennt mir halt 20 Meter der. Ich verfolge dich, jetzt ist mir scheißegal. Ach, ich höre auf. Ist mir zu doof. Oh ja, stimmt. Die Lisa hat Twitch Prime. Hey, du bist doch ein Twitch Prime-User. Wow, ich werde dich jetzt viel mehr beachten, damit du deinen Sub bei mir lässt. Sub jetzt rein mit Twitch Prime. Gut, haben wir das auch wieder erledigt? Okay. Ja, muss man das nicht so machen? Ich glaube, das wird doch in jedem YouTube-Guide empfohlen, oder? Fußball ohne Fitte geht gar nicht. Ey, also ohne das Kopfballwunder von Usedomme braucht ihr gar nicht erst antreten, Leute. Ihr habt schon verloren. Da, ist schon rum. Juri, das ist falsche Richtung. Ja, so ist gut. Gar nicht, war. Ja, wo warst du da jetzt? Ja, du bist umgefallen, ohne irgendeinen Anreiz. Einfach umfallen. Da war ein Ball, du Keck. Du küsst einfach nur den Boden, da ist nichts. Was tust du? Da ist was bei mir. Du hilfst dem Gegner, den Ball vor deinen eigenen Strafraum zu spielen. Wo ist gar nicht. Ja, schön gemacht, Lyri. Siehst du? Aber wieso liegst du sofort? Wieso liegst du jetzt schon wieder? Du liegst immer nur. Du brauchst nicht die ganze Zeit anzutäuschen, dass sich jemand gefoult hat, Mann. Du kriegst am Ende noch eine rote Karte. Hinter jetzt, hol dir den Ball. Wo willst du hin? Nein, der ist hinter dir, der Ball. Lyri. Der rollt aufs Tor zu. Guck mal, wenn dein Teammate jetzt nicht gewesen wäre. Oha. No, und Gegentor. Gleich in die Mitte, Lyri. Renn in die Mitte. Renn doch in die Mitte jetzt. Was bist du? Gleich den nächsten wegköppern. Was? Ey, uff. Mega geleckt. Ey, das ist Green Lag. Mein Gott. Freeze-Lag, Screen-Lag, was? Einfach nur Lag. Ja, ein Freeze-Lag. Ja, also entweder das Game freeze oder es laggt. Ich hatte ein Standbild. Ja, das kommt auch gut hin. Ich hatte ein gefrorenes Standbild. Was? Freeze-Lag. Freeze-Lag. Pass auf, der Ball, der freeze-Lag. Wo rennst du hin? Da ist das gegnerische Tor. Viel zu spät gesprungen. Viel zu spät gesprungen. Was hast du für eine Reaktionszeit? Wie eine Toastmaschine, Mann. Uff. Die hat ja Reaktionszeiten wie Tiefkühlfleisch. Was ist los mit dir? Was baumelst du da so rum? Du sollst den Ball wegkicken. Wo bist du? Deine Teammates brauchen dich. Guck, wie sie sich Mühe geben. Wie sie kämpfen. Ihr werdet verlieren. Ihr habt noch 43 Sekunden. Bring den Ball jetzt vors gegnerische Tor. Wo bist du? Ich brauch dich. Dein Team braucht dich. Du musst gewinnen. Wieso köpferst du da? Da ist nichts. Lyri, du bist seit über 3 Minuten nicht mehr aus deinem eigenen Strafraum rausgekommen. Jetzt doch mal rüber zum Gegner. Schieb den Ball darüber. Was tust du? Der Ball rollt auf dein Tor zu. Was machst du? Was machst du? Du bist nicht da, wo der Ball ist, Lyri. Da ist der Ball. Guck. Nein. Falsch. So kann das nichts werden. Kein Wunder, dass du nur eine 4 in Sport hattest. Mit irgendwas musst du ja flexen. Ah, Chanan, aber lass mal lieber. Mit Bauchspeck gibt man nicht an. Es sind viel zu viele Leute noch am Leben, das ist nicht geil. Und wieder einer weniger, das ist gut. Und noch. Thank you.
Yo, mein Mate pokt mich einfach um. Ja, und du bist aber in mich auch reingeprallt irgendwie. Kann das sein, dass du mit jemand anders... Alles gut. Kann das sein, dass du von jemand anders getroffen wurdest in der Luft? Weiß ich nicht, aber ich bin... Also ich bin ja nicht mal hochgesprungen. Ich bin gesprungen vor der Stange und ich wurde einfach mitgerissen. Okay. Also... Ist noch jemand drinne von uns? Ich? Ach, stimmt. Ach, ja, stimmt. Also. Digga, das ist mein Game, Alter! Dieses Hüpfspiel ist mein Spiel, Mann! Nice! Ich gewinne da so oft, Alter! Das ist so, das Kringelding. Genau, das Biken, das Hüpfbiken-Spiel. Das ist mein Game, Mann! Das Spiel ist aber echt gut. Weil das ein Game ist, das nicht so viel auf RNG basiert. Außer die Platten. Und wenn du da eine gute Platte hast, okay. Der Rest ist dann wirklich mehr oder weniger Skill. Alle anderen Games, da ist so viel, was hier reinficken kann. 12. Sieg. Ja, moin. Ja, der Graven ist ja hier. Ja, der Graven. Und ich habe mein Piratenmuster. Grevenger. So, jetzt muss ich mein... Grevanga. Grevanga trägt gerne Tanga. Exaktamente. Und damit herzlich willkommen beim Stream für ausschließlich Erwachsene. So, ich werde auch direkt mal meine Hose entfernen, wenn wir schon soweit sind. Oh, das sieht doch gut aus, oder? Alter, sehe ich aus. Ich sehe aus wie so ein richtiger Mini-Boy, ey. Uff. Die Monobraue plus mein Tattoo, Alter. Das ist mein Tattoo auf der Brust vorne, Leute. Das haben die nur für mich reingenommen. Seht ihr das? Seht ihr das? Arr. Ich bin jetzt erstmal raus. Okay. Ich höre nur Mimi. Alles klar. Hat Spaß gemacht, mein Guter. Macht dir ein schönes Wochenende, falls wir uns heute nicht mehr sehen. Mal.